Ja, hallo Mike-Fans, ich habe wieder eine Schaltung für euch mitgebracht und zwar die brandneue GX Eagle. Das ist jetzt das Schaltwerk, den Rest zeige ich euch gleich. Die GX Eagle, das ist ja so das Workhorse, das Arbeitspferd so von SRAM. Klar, da gibt es die High-End-Gruppen darüber, die XX1, die XO1, aber mit der GX Eagle, da ist auch einmal 12 so richtig in den Markt gepusht worden. Gibt es an ganz vielen Kompletträdern, ist so ungefähr auf Niveau der Shimano XT. Und um da nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, hat SRAM die komplett neue GX Eagle jetzt für 2021, es gibt sie jetzt überhaupt Mitte 2020 auf den Markt gebracht. Und die kommt nochmal deutlich hochwertiger, deutlich schöner vom Finish, edler. Es gibt noch ein paar Verbesserungen, also das Schaltwerk ist komplett neu, aber das zeige ich euch gleich mal noch. Der Preis ein bisschen höher geworden. Die lag normalerweise beim UVP so bei 500 €, die komplette Gruppe. Im Internet deutlich günstiger, aber wie gesagt, der empfohlene Preis 500 €. Kostet jetzt 550 € mit Alukurbel. Es gibt sie auch noch mit Carbonkurbel, auch das ist ganz neu bei der GX Eagle. Auch das zeigt nochmal, dass die einfach jetzt einfach nochmal ein Niveau, ja, so ein Stückchen über der alten GX Eagle ist. Und was sie so genau kann, das zeige ich euch jetzt. Ja, dann gucken wir uns mal den Hebel der SRAM GX Eagle an. Der sieht erstmal aus, wie die Hebel eben bei den SRAM-Hebeln oder bei den SRAM-Schaltungen aussehen. Der große Hebel hier ist anders als bei XO1 und XX1, also bei den Top-Gruppen, nicht verstellbar. Aber das liegt alles sehr schön am Finger an. Typisches knackiges SRAM-Gefühl, sehr direkt, sehr schnell. Das Einzige, was mir nicht so ganz gefällt, der Hebel hier ist aus Alu. Gut, das ist ein bisschen dem Preis geschuldet natürlich. Der ist ein bisschen scharfkantiger. Und man sieht das hier schon, da habe ich ihn irgendwie sogar auch schon ein bisschen angekratzt, wahrscheinlich, weil ich mal irgendwo hängen geblieben bin. Das wäre natürlich toll, wenn der aus Carbon wäre. Aber klar, irgendwo muss der Preisunterschied zur XO1 herkommen. Oder wenn er ein bisschen gerundeter wäre, ein bisschen schöner am Finger anliegen würde. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch das Schaltwerk der GX Eagle. Nicht wundern, das ist ein bisschen ramponiert. Ich bin das schon ziemlich viel gefahren und naja, hatte halt mal Feinkontakt. Das sieht erstmal aus wie ein SRAM-Schaltwerk, eben typisch aussieht. Das ist aber deutlich robuster, breiter, so ein bisschen maskuliner geworden. Warum? Das ist der Grund. Und zwar das große 52er Ritzel der Kassette. Das ist natürlich ein Riesending. Und damit das Schaltwerk eben diese 520% Bandbreite, die die neuen SRAM-Gruppen jetzt haben, damit das Schaltwerk das packt, dafür musste einfach eine komplett neue Architektur, Geometrie des Schaltwerkes her. Deswegen wirkt es so ein bisschen knubbeliger. Ich finde es viel schöner jetzt sogar so. Und ja, einfach so ein bisschen kantiger. Ansonsten gibt es bewährte Features, nämlich Roller Bearing Clutch, also die Käfigbremse, die bei SRAM halt nicht zu- und abschaltbar ist wie bei Shimano, aber die wunderbar funktioniert. Und auch ansonsten, ich denke, sieht man auch an dem Schaltwerk jetzt schon, auch wenn es zerkratzt ist, das Finish der neuen GX Eagle ist wirklich klasse geworden. Ja, jetzt gucken wir uns noch an, wie das Ganze schaltet. Naja, runter, typisch SRAM, sehr, sehr schnell. Auch hoch. Super knackig, super präzise. 1, 2, 3, alles gut. Ganz schnell runter, super. 1, 2, 3, 4, ja. Ja, auf den ersten Blick, zumindest jetzt hier unter Werkstattbedingungen, schaltet das wie eine SRAM GX Eagle schaltet. Sehr präzise, sehr knackig, sehr schnell, sehr direkt. Aber das gucken wir uns jetzt auch mal noch auf dem Trail an. Ja, wow, die neue GX Eagle gefällt mir richtig gut. Das ist so das typische SRAM-Schaltgefühl, was ich eh mag. Kurze, knackige Gangwechsel, alles sehr schnell, sehr direkt, extrem präzise. Und ganz ehrlich, da ist kein Unterschied zur XO1 oder XX1 zu spüren. Also zumindest für den Normalfahrer, der dürfte da rein, was die Schaltgenauigkeit, die Schaltpräzision angeht, der dürfte da keinen Unterschied spüren. Das Einzige, der Hebel, ja, ein bisschen kantig, ist halt ein Aluhebel,
aus Carbon wäre er sicherlich schöner. Geschmackssache ist sicherlich auch das große 52er Ritzel. Ich bin zu viel in den Alpen gefahren, da fand ich super, gerade so mit dem dicken, mit dem schweren Enduro, lange Anstiege hoch, klasse. Jetzt hier im Mittelgebirge finde ich, dass der Sprung von dem kleineren Ritzel darunter eben auf das 52er, der ist mir da ein bisschen unharmonisch. Und ja, ganz ehrlich, wenn ich mal hier so 100 Höhenmeter vielleicht am Stück hochfahre, da komme ich auch mit dem 50er gut klar. Aber eigentlich umso besser, man hat die Wahl, 50er oder 52er Ritzel. Und davon ab ist man mit der SRAM GX Eagle sicherlich top beraten.